Nun, meine Damen und Herren. Auf geht's. Ich werde jetzt ca. 2,8 Kilometer reiten. Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich die Quest mit dem Schmied mache. Da die ja am sinnvollsten erscheint in meinen Augen gerade. Gucken, wo müssen wir eigentlich hin? Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen ja komplett einmal straight, ne? Gefühlt an allen dran vorbei, was es gibt. Dann ist das so. Befreie das Ogawa-Dojo. Nee, mach ich jetzt grad nicht. Goldener Wald. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Legium Hacinta, du Alter! Dojo! Los, Alter. Irgendwas. Was er mitnehmen können? Gibt irgendwo einen laufenden, ne? Aber der ist auch nicht mehr da. Da ist er. Das war doch alles gar nicht geplant, Mensch. Auf geht's! Ich muss ja echt gucken, wo was ist, ne? Das geht gar nicht.
Da lang. Ich will nicht so viele Gegner treffen. Entschuldigung, wie ich das so sage, ne? Durch die ganze Insel, über die ganze Insel reiten. Durch die Insel? Ich weiß schon, wenn man das richtig definiert. In der Hoffnung, dass ich da einfach mal ankomme. Um allzu viele Probleme zu verursachen. Zu haben. Warum eher? Mal hier lang. Komatsu Präfektur sind wir jetzt. So. Oh, Präfektur Tsutsu. Auf geht's! Okay. Ich reite einfach mal quer durch da. In der Hoffnung, dass mich keiner erwischt. Und natürlich sind sie auf einmal da. Oh. Ein Geräusch. Oh. Samurai, runter! Alter. Ja, komm! Kann ja nicht wahr sein. Was kann man hier sammeln? Sich dann, als wenn da oben geprügelt wird. Da ist das Pferd. Weiter geht's. Wir sind ein gutes Team. Und dann müssen wir irgendwie da lang. Team, nicht wahr? Los, auf geht's. Stein. Verarschen.
Ab in den Wald. Jetzt müssen wir hier lang. Auf geht's! Vielleicht mal nicht so viel aufbringen, Erzeugung hier, ne? Schon wieder Bären. Kann nicht sein, dass die Wald noch Bären. Ja. Oh, da sind auch schon wieder welche. Schuldest mir etwas. Tucker zählt auf uns. Ich mag ihn ja, aber das ist zu gefährlich. Das klappt nie. Doch, es wird klappen. Ist das der Samurai? Für euch bin ich Fürst Sakai. Vergebt mir, mein Herr. Ich bin Kenji, aufrechter Händler, berühmter Sake-Brauer. Und bester Schwindler der Insel. Genau darum wird er uns helfen, meinen Bruder aus der Asamo-Bucht zu retten. Die Stadt ist eine Festung. Wenn die Mongolen sie haben, brauchen wir eine ganze Armee, um hineinzugelangen. Oder eine kleine Lieferung mit Sake. Das klappt niemals. Mach den Sake bereit. Wir besprechen den Plan unterwegs. Trinken wir doch erst was. Reden in Ruhe. Hm? Jetzt, Kenji. Der geborene Schmied. Wenn wir näher an der Stadt sind, versteckt euch im Wagen mit dem Sake. Durchsuchen die Mongolen ihn nicht? Nicht mehr. Ich verkaufe ihnen immer diese Sake-Lieferung. Sie lieben mein Das. Das, Muglu, gib das jetzt! Ihr macht also Geschäfte mit dem Feind. Ich fülle die Mongolen ab und behalte dafür meinen Kopf. Ist hier noch was? Möchtet ihr das wirklich durchziehen? Alles für Taka. Hier noch was? Nö, ne? Wie schlimm sieht es in der Asamo-Bucht aus? Ein paar Leute wehrten sich. Die Überlebenden sind Gefangene. Oder Sklaven. Aber Taka hast du nicht gesehen? Nein. Aber jemand arbeitet seit ein paar Tagen in der Schmiede. Vielleicht ja dein Bruder. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Ewig. Ich war jung und unbedarft. Ich fing gerade an, Sake zu brauen. Hab Yuna den ersten verkauft.
Hat geschmeckt wie Pisse, aber war billig. Eine Weile wollte ich, dass Tucker mir beim Verkauf hilft. Aber er ist zu gutmütig. Kaum drückt wer auf die Tränendrüse, drückt er Sake raus. Kostenlos. Mongolen. Mist, ihr beide steigt besser in den Wagen. Sind nicht viele. Ich schaff das schon. Nein, Jin. Tucker ist so nah. Bitte. Also gut. Seid bereit! Sie könnten in den Wagen schauen. Ihr meintet, das tun sie nicht. Beim Stadttor! Ich habe sie noch nie so weit draußen gesehen. Meine Hände! Bitte! Kichite, boy! Hera, halt! Das! Das für die Asamo-Bucht! Das! Beeilung! Nur noch ein Stückchen. Was war das für ein Geschrei? Ist nicht wichtig. Bleib unten. Macht Tucker das auch durch? Dein Bruder ist gelernter Schmied. Ihn werden sie nicht so behandeln. Das weißt du nicht. Tut mir nicht weh! Was wollt ihr denn? Wir sind bald da. Leise. Geklappt. Mhm. Oh nein, da hat jemand die Mongolen verärgert. Die halbe Stadt ist niedergebrannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hier trennen sich unsere Wege. Lass die Mongolen trinken und lenkt sie ab. Das werde ich tun. Seid vorsichtig, Kenji. Ihr auch, Fürst Sakai. Taka wartet auf uns. Gehen wir. Treffpunkt ist die Kreuzung hinter der Stadt, wenn wir fertig sind. Wir brauchen einen guten Aussichtspunkt. Hier lang. Denk dran, keinen Alarm. Wir machen das leise. Sonst büßen es die Gefangenen. Ist gut. Eindringlinge. Oh, ihr seht durstig aus. Komm, hier rauf. Da, am Tor. Der hat das Sagen, ein Sklavenhändler. Bastard. Er begutachtet die Gefangenen wie Pferde. Vielleicht führt er uns zu Taka. Folge ihm. Was? Wow, okay. Ich dachte, sie macht das. Genau. Fächer, Delit. Irgendwie hier. Taka geht es bestimmt gut. Er würde nicht fliehen. Verfolge ihn. Oh mein Gott. Gastnot, Anwalt!
Was? Ich bin kein Sklave. Ei, verbübsch. Was bitte? Ich hab nichts getan. Wo müssen wir jetzt hin? Euer Tod, wegen Olochon. Was ist denn los? Euer Schmied Taka. Er arbeitet schlampig. Ich glaube, er sabotiert euch. Ich wusste es. Taka ist hier. Er ist mein einziger Schmied. Ich bin auch Schmied. Und ich bin viel besser als er. Ich habe kein Essen für zwei. Ich werde ihn los. Aber ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Dieses Schwein, er wird Taka töten. Ja, ich kann ihn doch jetzt töten, Alter. Der Markt ist voller Mongolen. Da ist der Sklavenhändler, wenn er vor uns bei Taka ist. Bleib bei mir, Yuna. Ich finde einen Weg. Was? Den Legumbel. Hatte nichts versprochen. Du hast Alarm ausgelöst. Okay, boah. Was bitte? Wie soll ich denn den jetzt killen? Bastard. Er darf nicht entkommen. Den Nigem hüttelst du, hä? Jutsch beschwätsch. Team Baha. Mama, Jutsch Baha. Nein, bitte. Ich brauche eine Pause. Da ist Taka. Bitte. Yuna. Taka. Was haben Sie getan? Du bist sicher. Wir müssen weg. Unmöglich. Sie schnappen uns, wie die anderen. Das ist Fürst Sakai. Er beschützt uns. Ihr müsst mir vertrauen, Taka. Ihr müsst uns helfen. Jawohl, mein Herr.
Nähe ist ein Tor. Dann brechen wir dort aus. Sie haben den Sklavenhändler. Die töten uns. Verstecken. Nein, weiter. Wir können auf die Kisten klettern. Wohin gehen wir? Kenji erwartet uns an einer Kreuzung. Kenji ist bei euch? Wenn er es rausgeschafft hat. Das ging jetzt ein bisschen einfacher, als ich erwartet habe. Ich hoffe nicht, dass Kenji ein Betrüger ist. Ohne Witz. Also sprich, dann doch für die anderen arbeitet und das hier eine Falle ist. Da oben läuft schon einer. Das ist einer von denen. Wo müssen wir denn hin? Nee, ich fordere hier keinen raus. Ist denn der Typ? Und sag mir nicht, dass das da ist, weil ich gehe davon aus, wir müssen da lang. Oder? Ich glaube schon.